Okay, ich würde dann einmal den Text da kurz aufnehmen. Und dann gehen, pass auf, Folgendes, dann gehen... Ich habe fast überlegt, also ich hab mir fast überlegt, ihr filmt vielleicht auch ein bisschen die Szenerie, wie ihr wollt, aber auch, dass er filmt, weißt du? Weil es ja auch Teil des Kunstwerks irgendwie am Ende des Tages ist. Und gehen gleich vor, gucken einmal, ob Cops sind jetzt in unmittelbarer Nähe. Bin nervös. Aber legit oder nicht? Also nervös. Läuft aber? Ich bin der Meinung, dass nicht Menschen Raumfahrtprojekte privat ins Leben rufen sollten, aus Spaß, während andere Menschen irgendwie auf der Straße liegen und verhungern. Ich bin auch der Meinung, dass es eine Lüge ist, zu sagen, dass die Leute, die auf der Straße liegen, da einzig und allein selber dran schuld sind, dass sie da liegen, was der Liberalismus und so ein Christian Lindner ja versucht, einem weiszumachen. Die Welt brennt, an allen Ecken und Enden haben wir extreme, massive Probleme, vor denen sich auch keiner verschließen kann. Dann ist die Frage, wir strahlen das ja sowieso aus, ne? Soll ich dann die Bullen anrufen und mich selbst anzeigen? Einfach sagen? Ich würde warten, bis es ausgestrahlt wird, aber dann kriegst du die Anzeige auf jeden Fall. Okay, aber dann einfach bis zur Ausstrahlung warten? Also kannst du auch so und so machen, ne? Kannst dich halt auch melden da. Aber das ist ab dem Zeitpunkt, wo das ausgestrahlt wird, wird sicherlich dann ein Ermittlungsverfahren geben. Mhm. Okay, dann sage ich einmal den Text auf. Ich würde das da vor der Wand machen. Leute, was geht ab? Mein Name ist Disaster. In Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, leben offiziell ca. 50.000 Menschen auf der Straße. In Deutschland muss doch niemand obdachlos sein, sagen die aufgeklärten Neoliberalen gerne beim Sektfrühstück. Die Lebenskrise Obdachlosigkeit kann jedoch nahezu jeden treffen. Es gibt kein Recht auf Wohnung in Deutschland und wer seine Miete nicht zahlen kann, landet auf der Straße. Lebt man auf der Straße, wird man um ein Vielfaches öfter Opfer von Gewalttaten, Opfer von Ausgrenzung und Vertreibung, Opfer von Drangsal durch die Polizei. Ich wohne seit über 10 Jahren auf St. Pauli und beobachte alleine nur in dieser Zeit die massive Investoren- und touristenfreundliche Aufschickung des Stadtkerns, die den Obdachlosen immer weniger Platz einräumt. Es geht einzig und allein um Verdrängung und Vertreibung. Aus den Augen, aus dem Sinn. Man gönnt den Obdachlosen nicht mal den Dreck unter ihren Fingernägeln. Und die folgende Aktion ist nicht mal das Mindeste. Wollen wir durchziehen? Ja. Nein, die Welt ist nicht schön hier. Sie ist hässlich und kalt. Die Mehrheit guckt weg, wenn es knallt. Und redet sich schön, bis das Echo verhallt. Wird gern was anderes sagen. Die Wahrheit ist, dass es den meisten nur scheiße geht. Jeder irgendwo um der Kreide steht. Und darauf scheißt, ob er stirbt oder weiterlebt. Für die Bonzen bist du nur ein Stein im Weg. Wenn du ihm nicht ihre Taschen füllst, RTL verkauft jeder sein Paradise. Diese Hölle aus Plastikmüll. Die lieben das Geld. Und sind zufriedengestellt. So ist recht, wenn dein Chef mehr mit deinen Händen verdient als du selbst. Wenn sie sagen, es kann keine bessere Welt geben, lügen sie, ihre könnte nicht besser sein. Unsere kann nur besser werden. Springer am Reiten, FDPler vertreiben. Faschos ins Lager, für bessere Zeiten. Milliardäre enteignen, Rolex für alle. Rolex für alle, Rolex für alle. Danke. Und jetzt machen wir uns einfach vom Acker, würde ich sagen.